gar keinen Bock. Gar keinen Bock! Oh mein Gott! Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu Family Curse. Family Curse ist ein mystischer Horror in der Ich-Form mit einer gespenstischen Atmosphäre. Tauchen Sie ein in die verworrene Geschichte der Family Cruise und enthüllen Sie ein dunkles Geheimnis der Menschen, die in dem verfluchten Haus gestorben sind. So, dann wollen wir mal. Ich bin gespannt, ich bin extremst gespannt. Das Game hat sehr gute Rezensionen, also sehr gute Bewertungen. Ist neu rausgekommen am 31. März diesen Jahres. This story happened to me only... Schon wieder. Sprachfehler des Urgrauens. This letter stated that my mother Jennifer Blackwood died suddenly and now I am the sole heir to the Blackwood Mansion. These events threw me into confusion because I didn't even know my mother because I grew up in an orphanage. Okay. All my attempts to find out something about my parents have always led me to the dead end. But now this letter is the key to the answer to all my questions that I have kept throughout my life. Okay. I don't care what the truth is. All I want to know is why my parents left me. Okay. Also, wir kennen solche Games. Definitiv, wir haben Palmyra Orphanage gespielt. Ich weiß nicht, ob es ähnlich ist, aber es ist auf jeden Fall wieder, es hat wieder was mit, ich denke mal, mit einem Waisenhaus zu tun. Nee, anscheinend nicht. Aber er ist anscheinend irgendwie ein abgegebenes Kind gewesen. Okay, wir sind hier in einem verlassenen Haus. Wir werden direkt reingeschmissen. The person you called is temporarily not available. Please try later. Ein Kamin, okay. It's cold here. You need to light the fireplace. Okay, alles klar. Also wir haben hier... Wir sammeln anscheinend irgendwelche Sachen. Wir sammeln Gegenstände. Absolut keine Ahnung. Egal. The house is cool enough. You need to find firewood and matches to light the fireplace. Okay, ja gut. Also wir brauchen... Ey, wisst ihr, was das für ein Haus ist? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das sieht aus wie das Haus von Nine Child Street, was wir hier auf dem Kanal auch schon gespielt haben. Ich werde das einfach mal hier oben verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne auch nochmal angucken, falls ihr es nicht schon getan habt. Das sieht aus wie das Haus 1:1 wie Nine Child Street. Es war ein geiles Haus. Es war ein wirklich, wirklich geiles Haus. Nur das Licht ist ein bisschen anders. Okay, wir haben... Streichhölzer, das ist schon mal sehr gut. Streichhölzer haben wir. Dear Mr. Blackwood, as agreed, I stopped by on Saturday to pick up the necessary documents, but I did not find them, as some rooms were locked. Tomorrow I will go to the morgue and examine your mother's personal belongings. I think the key should be there. I'll contact you after lunch. Sincerely, Jacob Miller. Okay. Alles klar. Also noch ist ein... rausgegangen. Lass mich mal meinen Stuhl ein bisschen aufrichten. Alter, es ist halt... Okay, wir müssen aber Holz finden. Das ist nämlich das Ding. Ich glaube, Holz ist hier. Ja, 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 nice. Weil Holz haben wir. Die Frage ist, müssen wir uns weiter hier draußen rumtreiben? Du kannst halt gefühlt halt überall hin, ne? Ist schon krass, was hier so abgeht. Können wir hier auch durch? Nee, okay. The door is locked. You need a key. Okay, wir brauchen einen Schlüssel. Aber wir haben sowieso erstmal die erste Mission. Wir müssen den Kamin anmachen. Der Kamin wartet. Dann gehe ich mal wieder rein. Und jetzt alles dunkel. Nein, natürlich nicht. Das wäre halt zu krass. Es ist wirklich genau dasselbe Haus. Das ist krass. Der Keller ist dicht. Das ist krass. Also ich habe echt nichts dagegen so. Sollen die ruhig machen. Solange es in Ordnung ist. Solange es halt auch irgendwie erlaubt ist. I don't know. Ist cool. Ist cool. Okay. Haben wir angemacht. Müssen jetzt warten.
Einfach hinsetzen. Are you tired? Would you like to take a nap? Yes. Wir schlafen. Yes. Kleiner Powernap zwischendurch darf auch mal sein. Oh nein. Oh nein. Die Frage ist, ist das jetzt ein Albtraum oder passiert das wirklich? Die Frage ist das ein Albtraum? Oh, Kerze. Bro, wir haben nur eine Kerze als Lichtquelle. Der Kamin ist auch aus. Den haben wir angemacht. Da oben ist ein Pentagramm. What's going on here? What happened to the house? Ich geh einfach mal ran, oder? Jetzt kommt the ring. 7 days. Oh, Junge, ich hab kein... Nee, Alter, das geht direkt in mein Ohr. Oh, das ist so ein... Ey, ich stehe ja nicht auf ASMR oder so, ne? Aber... Das war echt Tingle. Das war richtiger Trigger in meinem Ohr. Vor allem nur auf dem linken Ohr. Ist das bei euch auch nur auf dem linken Ohr gewesen? Ich glaube, ja. Alles, was ich höre, dürftet ihr ja auch hören. There's not enough detail in the picture. Wieso nicht? Ah, da fehlt was. Ja, da fehlt ein Stück von Bären. Oh, wir brauchen einen Code, okay. Krass, okay. Ich würde jetzt generell einfach mal so ein bisschen mich hier umgucken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ansonsten würde ich hochgehen. Ich denke sonst... Au! Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott, Junge. Brauche ich irgendwas? So ein Brecheisen oder so. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ey, Leute, ihr müsst verstehen, ich bin gerade nicht live on stream oder so. Ich spiele das komplett alleine. Zu Hause in meinem Zimmer. Stimmt, Licht geht ja gar nicht an. Oh nein, ich hasse es, dass die Türen hinter mir einfach zugehen. Oh mein Gott! Alter. Medical History. Extract from the Medical History. Patient, Lily Cruz. Age, 12 years. Diagnosis, not established. Anamnesis of the disease. The patient was admitted with complaints of high fever. Migrating pains throughout the body, nausea and profuse vomiting. Severe headache. Okay, Kopfschmerzen auch. According to the conducted research, it is possible to intend an autoimmune disease of the body. Okay. But an accurate diagnosis has not been established. The treatment slightly stopped the symptoms. The patient was discharged with the dynamics of improvement for further observation by a family doctor, attending physician Gilbert Persica. Entschuldigung, das hat mich gerade so weggerissen, dass mein Hals einfach komplett gef... wurde. Okay, wir haben sonst hier, glaube ich, nichts. Oder irgendwas wird doch hier sein. Ich gucke mich halt ganz genau immer um. Wir haben ja keine Eile. Vielleicht kann ich ja irgendwie eine Schublade öffnen. Ansonsten ist hier eine Tür. Ich denke, das wird sein. Oh, das finde ich aber cool gemacht, dass die Türen durch einen durchglitschen. Es gibt nichts Nervigeres als Collision bei Türen. Auch wenn es realistisch ist, aber trotzdem, es gibt einfach in-game nichts Nervigeres. Oh mein Gott. Wir sind hier rein, oder? Wir sind hier rein, ja. Oh, mach nicht den, bitte. Hier dürfte dann... Also, wenn ich mich nicht irre, und ich war noch nie in diesem Raum, außer bei Ninechild Street, dürfte das die Toilette sein. Yo, die sieht sogar genau gleich aus. Oh Gott. Ja, wieso nicht? Oh mein Gott! Oh. Oh.
Electrical Fuse. Danke, dass du sie mir gezeigt hast. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich habe immer Angst, dass wenn ich eine Tür öffne, dass dann direkt was in mein Gesicht spawnt. Oh nein, das ist unsere Lieblingsküche. Unsere Lieblingsküche. Nicht. Können wir hier raus? LOL! Moment. Aber wir haben eine Electrical Fuse, aber wir brauchen noch ein bisschen mehr, oder nicht? Ich geh mal hier lang. Gar nicht geil. Musik. Ich guck mich ganz entspannt um. Safe. Wieso safe? Wieso speichern? Können wir sterben? Werden wir gejagt? Für jeden, der das noch nicht wusste, es gibt nichts Schlimmeres in einem Horrorgame für mich. Ich nehme jeden Jumpscare, jeden Schrecken, jede Atmosphäre, jede geile Soundkulisse in Kauf. Aber gejagt werden ist für mich das... Oh nein. Oh nein, 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 nein. Komm, wir sind mutig, wir gehen direkt rein. Oh mein Gott! Oh. Ja, genau das meine ich mit dem in der Fresse spawnen. Sein Gesicht ist ganz verzerrt. Gardeners Foto. Barney Edward Adams. Kann man hier irgendwie rein? Ich komme da gar nicht rein. Oh mein Gott! So vorsichtig, es geht vor, nicht so weit, wo es so schön. Hallo? Mach nicht bitte, 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 die Soundkulisse ist so... Oh mein Gott! Ich kann da nicht rein. Ich kann da nicht rein. Muss ich da rein? Ich weiß nicht. Ich bin ganz woanders auf einmal. Oh nein. Oh mein Gott. Oh Gott, ja, gut, okay. Das ging, es ging, das ging. Das war jetzt nicht so, also es war nicht berechenbar zwangsläufig, aber es war halt ein schlechter Jumpscare. Es war wirklich ein schlechter Jumpscare, bin ich ganz ehrlich. Das war ein schlechter Jumpscare. Das hätten sie irgendwie ein bisschen gruseliger machen können. Okay, krass. Ah, sieh einer an. Die Tür kommt immer näher. Das Ding jagt uns aber nicht, oder? Schlechter Jumpscare hin oder her, das Ding jagt uns jetzt nicht, oder? Oh mein Gott! Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Immer wenn ich mich erschrecke, also wirklich ehrlich erschrecke, dann schrei ich entweder wie so ein Frosch. Oder...
Ich sag, oh mein Gott. Eins von beiden, das ist krass. Okay. Was? Ah, okay, es ist ein Minigame. Warte mal kurz. Jetzt muss ich mal gucken hier. Oha, wir müssen alle kriegen. Okay, da sind wir gar nicht mal so schlecht eigentlich drin. Jetzt müssen wir nur gucken. Dann bleibt der frei. Oh ja. Was? Ich hab doch alle. Ah. Ah, die müssen. Nee. Hä? Müssen sie alle. Nee, sie müssen alle reingedrückt werden, glaube ich. Ich glaube, sie müssen alle reingedrückt werden, oder? Denke ich mal. Also, was macht der hier eigentlich? Ach, der resettet. Er resettet, die müssen alle reingedrückt werden. Der kleine Knopf hier unten resettet, okay. Oha, das ist nicht einfach. Wir hatten es gerade, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob wir es hatten, aber. Wow. Okay, also, es macht ein Kreuz. Kreuz oder die Schrägen? Krass, das ist. Ah, okay, also es ist. Ah, nicht einfach, nicht einfach. So, dürfte es sein. Dann müssen wir den, weil den kriegen wir. Boah, das ist echt nicht einfach. Ich bin leicht überfordert. Nein! Ah, Mann, wir müssen sie alle runterdrücken. Ich fall. Ich peil. Ja, ist okay, ist okay. Ja, ist okay. Kein Ding. Kein Ding. Kein Ding. Das müsste es sein. Ja, genau. Alles klar. Ah, da ist der Bär. Da ist der Bär von der Tür unten. Bärfigurin. Sonst haben wir nichts hier, oder? Das sieht auch echt krass gut aus, ne? Irgendwie was an der Wand gelippt. Ein Dämon hat hier einen Niesanfall gehabt und hat einfach so hatschu, alles an die Wand ran. Ganze Nase ist jetzt frei. Wir sind wieder zurück in unseren Räumlichkeiten. Ich gehe mal hier runter. Ist es nicht auch so ein bisschen, irre ich mich da, oder ist es nicht auch das Haus von Ghost Watchers? Es wirkt so ein bisschen wie das Haus von Ghost Watchers. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob vielleicht wisst ihr ja mehr. Also ich glaube, es ist das Haus von Ghost Watchers auch. Okay, wir haben einen Schlüssel. Wir brauchten den Schlüssel für irgendeine Tür. Ich glaube sogar. Combination Lock Key. Ja, okay, aber das ist jetzt nicht für die Combination hier. Oder? Ach doch, das ist für die. Aber. Oh, wo war der Code? Habe ich den Code schon irgendwo gesehen? Habe ich einen Inventar oder so? Nee. Ich habe kein Inventar, ne? Oder, warte mal kurz. Inventor. Q. Was ist denn Inventor? Habe ich echt Inventor gelesen? Heißt es Inventor auf Englisch? Inventor? Das wusste ich gar nicht. Okay, ja gut, das war aber naheliegend. Ja. Wir brauchen nicht weiter drüber reden. Es ist so schlecht von mir, Mann. Wieso bin ich so lost, Junge? Wieso bin ich so lost? Aber wir brauchen einen Code. Okay, lass mal auf die Suche gehen nach dem Code. Ich weiß halt auch nicht, ob wir raus müssen. Ah, warte mal kurz. Hier war ja auch noch ein Gang. Ah, nee, das war der Bärengang. Das ist ein bisschen anders tatsächlich. Ist der gleiche Jumpscare hier? Nein. Da ein Code dran?
Hier sind keine Codes. Und im Inventar sehe ich... Ja, okay. Okay, das ist schon mal gut. Aber sonst sehen wir nur das alte Foto. Keine Zahlen drauf. Vielleicht irgendwie, wenn wir so ein bisschen schräg gucken oder so. Nee, das ist nur ein Gardeners-Foto. Da sind keine Zahlen drauf. Hier auch nicht. Hier finden wir auch keine, oder? Nein, hier finden wir auch keine. Vielleicht irgendwie hinten auf den Schriftstücken. Ich glaube, wir haben es noch nicht gefunden. Nee. Ich dachte vielleicht irgendwie auch auf den Postals hier. Nee. Aber irgendwo muss es hier sein. Irgendwo muss ja der Code sein, oder? Oder müssen wir da noch gar nicht rein? Müssen wir da noch gar nicht rein? Ja, beim Badezimmer ist er ja auch nicht. Safe nicht. In der Küche habe ich jetzt auch nichts gesehen. Wir kommen halt hier... Achso, hier kommen wir wieder runter. Hatte ich verpeilt. Aber sonst, glaube ich, haben wir hier auch keinen Code oder so gesehen. Die Frage ist, ob wir den Code jetzt brauchen. Oder ob wir erstmal vielleicht irgendwas mit der, Sicherung machen müssen. Alter, mein Hals ist so down, ne? Okay, ja gut. Das war auf jeden Fall das Fenster, wo wir in Nineshide Street raus sind. Ich glaube, ich werde einfach mal runtergehen. Achso, warte mal kurz. Nee, also in diesem Zimmer haben wir... Ist da der Code vielleicht dran? Nee. Ich dachte vielleicht irgendwie in dem Kreis das Symbol da, aber das sieht nicht aus wie ein Code. Wobei... Nee, es sieht nicht aus wie ein Code. Okay. Sicherungskasten sollten wir finden vielleicht. Ich weiß nicht genau, wo ich den Sicherungskasten finde. Hier ist wieder niemand dran. Ich würde sonst einfach mal versuchen, rauszugehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht hin muss. Aber ich würde es versuchen. Vielleicht haben wir ja, weil wir haben ja ein Gardeners-Foto gefunden. Ich habe jetzt wirklich keine Ahnung. Ah, hier, guck mal, sieh mal einen an. Ja. Wäre halt die einzige logische Erklärung jetzt gewesen, dass der Sicherungskasten draußen wäre, wenn er nicht im Keller ist. Wobei ein Sicherungskasten ist eigentlich nicht draußen, wegen der Witterung, glaube ich. Ich bin kein Elektriker, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber ich glaube, wir müssen wieder rein, oder? Jetzt haben wir eigentlich Licht wieder. Aber was machen wir denn, wenn wir jetzt Licht haben? Vor allem das Licht ist ja eigentlich angewiesen, oder? Was bringt uns denn jetzt der Sicherungskasten? Oder müssen wir vielleicht im Garten bleiben? Aha! Aha! Okay, okay, okay. 4672, ist das der Code? Nee. 4672 ist es nicht. Gibt es hier eine spezielle Reihenfolge? 4672. Gibt es hier irgendwie eine spezielle Reihenfolge? Weil es gibt ja mehrere Kombinationen jetzt. Jetzt könnte ich einiges ausprobieren. Aber ich wüsste jetzt nicht, ob es da eine... 4672. Vielleicht 4762 oder 2467. Es gibt halt viele Zahlenkombinationen, die man damit machen kann. Muss ja irgendwie eine Reihenfolge ergeben, oder? Vielleicht von klein auf groß? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Nee. Vielleicht von jung auf alt? 2, 6, 4, 7 würde ich... Nee, 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 Moment, 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 Moment. Ich weiß gar nicht. Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich erkennt man das direkt als erstes, oder? 4762 probiere ich jetzt einfach aus. Auch nicht. 4672 haben wir probiert. Dann geht jetzt 4726. Auch nicht. Es muss doch irgendwie einen Weg geben, oder irre ich mich da? Bin ich jetzt total bescheuert? Aha, okay, 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 okay. Da stehen Daten dran. Da stehen Daten dran. Wahrscheinlich irgendwie doch von jung auf alt. Denke ich mal.
Oder wer früher geboren ist? Nee, ich glaube, das geht um das Alter. Ich glaube, es geht um das Alter. Also 1876 bis 51. 1876 ist er geboren bis 51. Er ist älter. 85? Nee, er ist jünger. Er ist jünger. Er ist jünger, also 1, 2, er ist jünger. 1940 bis 1970 sind 30 Jahre. Okay, dann ist er noch jünger. Und 1932 bis 1912. Und das ist erst 80 Jahre alt geworden. 80 Jahre alt. Wie alt ist der denn geworden? Der hier ist... Okay. Also ist es ja 6, 7, 2, 4. Ja, okay. Alles klar. Wir haben hier, the doctor said that the treatment does not help. Lily is getting worse every day. I don't know what will help us. We tried all the options of traditional medicine, but it didn't lead to anything. Today our neighbor Miss Dawson brought some herbal tea and gave them to Lily. She immediately felt better. I don't know what it is, but it really works. Miss Dawson appeared in our city about 6 months ago. We don't know each other well, even though she lives next door. After learning about our sorrow, she said she could help us. Today Lily is worse again. Herbal tea no longer helps. Mal dazu noch die passenden Filmbilder quasi, ne? Miss Dawson said that there was something that could definitely help us and brought a wooden idol. Wooden idol? Okay. She said that this ancient deity is a relic of her family and a rite of purification from the disease should be performed. God, I'm tired. I don't care what to do anymore. I'm ready to believe everything that can help to Lily get better. Today, Miss Dawson performed a purification rite. After that, she handed us a wooden idol and said that we should protect it. Ich fühle mich gerade wie so ein Englisch-Anfangskurs, Schule, so nach dem Motto, lies den Satz. What can happen to this piece of wood? This is unlikely to help. Our family is in the lap of the god. Amanda and I pray every day. Lily weakened after the ritual and slept all day. I can't believe it. Lily is getting better right before our eyes. The pain passed, and she got an appetite. She has never eaten so greedily that the buns that Amanda bakes. This is some kind of miracle. Even the color of her skin has become healthy. If this purification rite really helped, then we are deeply in Miss Dawson's debt. It is unlikely that I will keep this diary. Lily is completely healthy, all the tests are normal, and the doctors are surprised. They do not understand what is happening because Lily's disease is incurable. But the child is completely healthy. We can't tell anyone about the rite. Miss Dawson warned us that everything must remain secret. And who will believe us? Who will believe us? Doctors are people of science, not superstition. Okay? Something strange has been happening to Lily lately. She became very aggressive. Today my daughter killed our cat. I noticed that after the ride it was as if she had been replaced. Even the look has changed. Sometimes I'm scared to look into her eyes and if it's not Lily looking at me from them, but something terrible, some evil that hides in my daughter's body. Okay, krass. Also, ich fasse das mal ganz kurz so ein bisschen zusammen. Im Endeffekt, Lily Cruz ist eine Familienangehörige von uns. Sie war 12 Jahre alt und sie war todkrank. Und nicht mal die Ärzte konnten ihr helfen oder eine richtige Diagnose geben. Immer nur so sehr schwammig. Und dann hatten sie eine Nachbarin, die halt denen geholfen hat, den Eltern quasi. Also die Eltern hatten eine Nachbarin, die hat denen geholfen mit so ein bisschen, ich sag mal, ja, Voodoo-Kram in dem Sinne, ne? Mit so einer Elefantenstatue, wie ihr das gerade gesehen habt, so eine kleine Elefantenfigur. Nennt sie ein Säuberungsritual, was auch anfänglich sehr gut funktioniert hat, aber im Nachgang sich rausgestellt hat, dass anscheinend Lily dadurch jetzt besessen ist. So wie ich das sehe, ne? Also man sieht es halt in den Augen von dem oberen rechten Bild und so. Keiner weiß es genau, aber man denkt es halt.
I met Father Crawford secretly at church today. I told him everything that was happening to us, even that Lily has killed a man. She chewed out the throat of Miss Jane, who helped us around the house, and then smeared all the walls in her room with her blood. Father Crawford promised not to inform the police and to come to us tonight. He suspects that the purification rite of Lily was actually a ritual of diabolizing. Father Crawford said he could help us, and then I have to tell the sheriff everything. God help us. Okay, alles klar. Also jetzt wird eine Kirche gefragt. Und es wurde, war es kein Purification Ritual, also kein Säuberungsritual, sondern ein Diabolizing Ritual, also ein Teufelsritual. Yes. The fears were confirmed and terrible evil lives in Lily's body. Father Crawford does not yet now know what kind of demon is sitting inside Lily, and to expel it, you need to find out his name. Wir müssen seinen Namen rausfinden von dem Dämon. I'm going to have a serious talk with Miss Dawson after healing my daughter. She accursed us. Sie hat uns verflucht, die Nachbarin. Today, Amanda will take David to an orphanage in North Carolina and leave him for a while. It's dangerous for him to be near his sister right now. Okay, also Lily ist, also die verfluchte Lily, die jetzt besessen ist, ist unsere Schwester. Und wir sind, David, war es richtig? David, wir sind David und wurden von unseren Eltern, beziehungsweise von unserer Mutter Amanda, denke ich mal, wurden wir in ein Waisenhaus gebracht in North Carolina, um uns quasi vor der Gefahr zu schützen, vor unserer Schwester. We'll pick him up after we perform the banishment ritual. I hope it won't take long. Okay, wollt mich wieder abholen, nachdem sie das, nachdem sie quasi den Dämon aus dem Körper verbannt haben, ne? Und ja, den Rest kann man sich ja eigentlich denken. Anscheinend hat es nicht funktioniert, denn ich kehre als Erwachsener zurück in dieses Haus, was ich geerbt habe, und gehe der Geschichte meiner Familie Cruz auf dem Grund. Yes. Das klärt natürlich auf. Also ist das unsere Schwester. Krasse Sache. Basement Key, aber wir brauchen ja trotzdem, also wir haben jetzt den Kellerschlüssel, aber wir brauchen ja dennoch. Oh Gott, ey. Wir können ja nicht ins Basement. Wir brauchen doch ein Werkzeug. Oder ist das nicht das Basement? Ist das Basement jetzt offen? Da können wir doch gar nicht rein. Wir brauchen ein Tool. Also wir sind jetzt in den Raum gekommen. Vielleicht haben wir oben ja jetzt durch das Licht irgendwelche Möglichkeiten. Das Licht hat hier halt... Oh, die Tür hinter mir, die macht mir immer so ein Bammel, ne? Du denkst immer, dass dir direkt hinter dir jemand ist. Du denkst immer, dass direkt jemand hinter dir ist, aber das ist halt... Oh, yo, Bro. Das ist brutal. Das ist ein brutales Gefühl. Allein hier, wie sie auch schon aus dem Spiegel kam, das ist ein brutales Gefühl. Okay. Vielleicht doch irgendwie in der Küche oder so. Wir brauchen ein Werkzeug. Ich brauche oben eigentlich gar nicht zu suchen, weil ich habe oben so viel abgesucht schon. Also ich gehe davon aus, dass wir hier nichts zu suchen brauchen. Aber wie gesagt, wir haben hier wirklich alles bereits abgesucht. Ich gehe noch trotzdem einmal in den letzten Raum da hinten, um wirklich klar zu sein, dass hier auch nichts ist. Und hier ist auch nichts. Ich gehe davon aus, dass es wieder im Garten ist. Also das Tool wird wahrscheinlich im Garten sein oder in dem anderen, in dem neuen Raum, was ich aber nicht glaube. Also ich habe in dem Raum jetzt nichts gefunden, deswegen gehe ich davon... Achso, ich dachte gerade, hier wäre was. Ich gehe davon aus, dass hier nichts weiter ist. Ich gehe davon aus, weil es wäre ja eigentlich... Es würde mir gezeigt werden. Und hier sehe ich halt leider gar nichts. Weshalb ich stark davon ausgehe, dass wir in den Garten müssen. Was ich jetzt auch mal tun werde. Probieren wir es einfach aus. Entweder in den Garten oder... Ja, ich denke mal in den Garten. Ich denke mal, wir sind hier richtig im Garten. Dass wir irgendwo hier vielleicht jetzt ein Tool finden. Guck mal, hier ist auch irgendwie... Die Geräuschkulisse ist auch echt super, ne? Ist richtig gut. Wir brauchen hier auch irgendwie
Ein Passwort. Das ist ja nicht Basement hier, oder? Nein, das ist nicht Basement. Auf keinen Fall. Wollte ich gerade sagen. Das ist auch nicht Basement. Basement ist hinter der Tür. Aber was machen wir jetzt? Wo muss ich jetzt hin? Ach, hier nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwo müssen wir ein Tool finden. Weit und breit ist draußen kein Tool. Vielleicht, warte mal kurz, vielleicht habe ich ja schon irgendwie Buchstaben gefunden. Ah, warte mal kurz. Ah, ja, ergibt Sinn. Barney Edward Adams, B-E-A, das sind doch Buchstaben. Das sind keine Zahlen, das sind Buchstaben, B-E-A. Nein? Wer? Ist nicht richtig? Das wäre halt so naheliegend gewesen, ne? Barney Edward Adams. Lass mich nochmal ganz kurz das Foto angucken. Vielleicht hat es wirklich was damit zu tun. Barney Edward Adams. B-E-A. Oder A-E-B. Ich glaube, ich könnte die Sachen vielleicht von der Wortlänge. Barney hat 5 Buchstaben. Adams hat auch 5. Ja gut, das ergibt wenig Sinn. A-B-E vielleicht. Nein. Ah, okay. B-E-A war, glaube ich, richtig. Nur da müssen wir nach da links klicken. Also da ist so ein kleines Schloss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind Brains, Leute. Wir sind Brains. Sehr gut. Das ging doch gut. Juck die Nase. Juck die Nase. So. Und hier werden wir dann auch, denke ich mal, das Tool haben. Haben wir hier leichte Performance-Drops? Ich habe das Gefühl, dass das hier so ein bisschen... Das Gefühl, dass das so ein bisschen leicht ruckelig ist. Was sollen wir jetzt hier tun? Achso. Es wirkt so leicht ruckelig irgendwie. Oh nein. Oh mein Gott! Platz doch nicht einfach vor meinem Fenster. Was ist mit dir? Kloppt sie ihr... Oh, kloppt einfach ihren Schädel da dagegen. Okay, wir brauchen kein Brecheisen. Hä? Hä? Nein. Ey, was passiert hier? Ich hänge fest. Ach so, okay. Ich kann crouchen. Das war weird. Wir brauchten kein Brecheisen. Wir brauchten eine Axt. Oh, Leute, ey. Lilly macht mich fertig. Klatsch, klatsch, klatsch. Ja, wieso nicht? Einfach. Sehr gut gemacht. Sehr cool gemacht. Und jetzt kommt der eklige Keller. Ich habe schon gar keinen Bock drauf, Leute. Ich glaube, Keller ist wirklich in solchen Häusern das immer schlimmste, der immer schlimmste Raum. Gerade wenn du nur eine Kerze hast. Junge, da gehe ich erstmal noch nicht hin. Ich gehe erstmal hier lang. Immer das Gegenteil tun von dem, was das Spiel von dir will. Warum können wir hier crouchen? Oh mein Gott! Ich glaube, ich gehe doch erstmal in die andere Richtung. Da ist eine Treppe. Oh, Mann, ey, komm! Da müssen wir Holz reinpacken, oder? Nee, eigentlich gar nichts. Okay. Vielleicht hat die Sequenz irgendwas getriggert. Aber wir müssen hier unten weiter. Ich habe nämlich nichts gesehen, was ich aufnehmen könnte. Ekelhaft. Ekelhafte Räume. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. So ein Keller ist immer widerlich. Kevin Wagner, 12th grade. Es geht einfach hier weiter. Hallo? Oh, Bro, was ist denn? Warum ist er denn hier eingesperrt, Mann? Was ist denn?
Was knuspert der da? Das ist voll ASMR in meinem Ohr. Hör auf! Wir sind hier nicht für Muckbang, wir sind hier für Horror. Was ist los mit dir? Was ist denn mit dir, Mensch? Helmut! Hör auf zu knuspern! Ich muss weg hier, das triggert hart in meinem Ohr. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Die Tür. Oh Gott, hier ist nichts drauf, ne? If someone finds my letter, run away from this house. Or you will be torn apart by the terrible evil that lives in my daughter. We tried to perform a ritual of exorcism of this demon. But he understood our plan and killed everyone except me. The demon kept me alive because he needed that one who will take care of him. I can't escape from this house. This evil has entered my mind. And my thoughts are out of my control. The only way out is to end up my life in those bright moments when my sanity comes back to me. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt... My mother's note. Okay, das ist von der Mutter, die anscheinend von dem Dämon, der in Lily steckt, festgehalten wird. Alle wurden getötet, weil die haben versucht, einen Exorzismus zu machen bei ihr, um den Dämon zu lösen, zu verbannen. Aber das ging schief und der Dämon wurde sehr aggressiv und hat dann jeden gekillt, also jeden getötet, außer sie. Warum? Weil der Dämon sich dachte, ich brauche jemanden, der sich um mich kümmert. Und sie hat sie eingesperrt, ne? Und sie hat dann sich selbst umgebracht, um dem zu entkommen. Das sieht absolut krank aus. Das sieht absolut krank aus. Ich finde das so krass. So krass, ne? Das sieht absolut krank aus. Oh mein Gott, ich hänge hier fest. Ich dachte, die haben vielleicht irgendwie... Guck mal, die haben so eine steife Collision. Was ist hier los? Okay. Da oben steht irgendwas. Ich weiß nicht genau, was ich da machen muss. Vielleicht müssen wir irgendwie die Formen reinbringen. Pyramid-shaped castle. Ich kann hier aber nichts tun. Oder? Kann ich irgendwas machen? Nee, ich muss irgendwas reinpacken. Okay. Also es gibt hier keine Sachen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich in die Gänge weiter. Solche Räume hasse, wie ich Dinge... Oh mein Gott. Vor allem das Game wurde mir sogar empfohlen, ne? Das dürft ihr auch nicht vergessen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gesagt. Das Game wurde mir empfohlen von Dana. Den kennt ihr von meinen anderen Videos. Mit denen habe ich ein paar Mal zusammen gespielt. Und der hat, was solche Games angeht, wirklich einen absolut kranken Geschmack. Den ich auch feier, also ich liebe es selber, solche Games zu spielen. Aber solche Games zu finden ist halt nicht einfach. Backyard Dorky, okay. Heißt, wir können raus. Wir können raus. Warum muss ich denn da rein? Wir können doch raus. Nein. 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 Oh mein Gott, nein, er ist raus. Ey, bitte hunte nicht. Junge, jag nicht. Tu alles, was du willst, aber jag mich nicht. Verstecken ist hier. Jag mich nicht. So, Junge. Oh mein Gott! Zieh durch. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Egal wie oft wir uns erschrecken, wir sind mutig, wir ziehen durch. Wir pushen einfach durch. Wir müssen einfach nur durch die Backdoor hier. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber... Oh mein Gott, mein Herz. Mein Herz. Zieh! Zieh, einfach ziehen. Lauf, lauf, lauf.
Irgendwas finden wir doch hier, weil unten müssen wir definitiv nochmal hin. Oh, mein Hals, ey. Das ist unglaublich. Nein, nein, noch ein Haus. What the fuck? Warum? Oh mein Gott. Okay. Okay, wir gehen einfach rein. Wir sind mutig. Wir sind mutig. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch hätte das jetzt schon abgebrochen? Wer von euch hätte das jetzt schon abgebrochen? Okay, das ist ein absolutes Dark-Okkult-Haus hier. So ein richtiges schwarze Magiehaus. We went with Lily's father to Miss Dawson's house and it was a big mistake. Das ist Miss Dawson's Haus? She performed all her rituals in the astral world. Having crossed the threshold of this house, we found ourselves in a different reality. And now we are prisoners of this house. Ah, okay. I managed to find out that each demon has its own heaven in the other world. If we find this demon's home, then we can find Lily's soul. To interrupt the ritual, we need to steal an occult book and a ritual knife from the witch. With which she gave birth to this evil, and destroy the manuscript by piercing it with a knife. And right in the demon's halls, where Lily's soul is hidden, may the Lord help us. Oh, if I meant Farbe. Is this note from 2003? So it's been 20 years since my father and the priest died here. And my mother's mind was controlled by a demon all these years until she killed herself a week ago. Now I understand why my parents' house changed when I woke up. I entered the astral world, but why didn't the witch complete the ritual in so many years? I have to finish what my parents started and save your sister. Okay. Also wir müssen das Ritual beenden. Wir müssen das Ritual beenden. Man sieht immer so wenig, ne? Fuck! Mach nicht den, bitte! Hier ist nichts! Bitte, bitte, bitte! Wir brauchen einen Code hier. Strange look with symbols. I need to figure out how to open it. Nein, sag mir jetzt bitte nicht, dass das diese... Nee, welche Symbole waren das? Nee. Das werden wir irgendwie rausfinden, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie im Zusammenhang mit den Symbolen steckt, die wir bisher gesehen haben. Und wenn doch, dann haben wir extrem weite Laufwege. Oh mein Gott, da ist einfach... Wir haben keine Kassette, keinen Videorekorder. Ein Videorekorder, aber keine Kassette. Was haben wir hier? Need the key. Digga, irgendwas ist hinter mir. Ich habe keinen Bock, mich umzudrehen. The key to the shed. Oh mein Gott, ey, die Puppe. Hör doch auf. Ich gehe trotzdem weiter hoch. Ich kenne das eigentlich, dass man sie so reinschiebt und nicht reinlegt, wie bei einer PlayStation. Merken wir uns Y. Dann dieses T. YT. YTS. Merken wir. K. YTSK. Oh mein Gott!
Nee. YTSK, hier war das. YT. Dann nehmen wir dieses. Ich merke es mir einfach im Buchstaben. SK. YTSK. Oh nein. Oh nein, safe. Wir müssen bestimmt laufen. Was? The chains are preventing me from getting into this room. Gar kein Bock. Gar kein Bock! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo laufe ich hin? It looks like there is something missing in the eye. Okay, so ein Knochen. Also werde ich gejagt. The children's drawing looks like the map. Okay, ich muss raus. This doll has a hole on its back. Boah, es gibt so viele Rätsel. Ich hasse das, wenn ich gejagt werde und wir währenddessen Rätsel machen müssen. Oh mein Gott! Und jetzt? Everywhere. Which way? Schnell raus hier. Okay, wir werden nicht gejagt. Da ist nur... Er patrouilliert nur. Das Wesen patrouilliert nur. Und irgendwas war hinter der Shed, was wir ausgraben müssen. Ich glaube, der Knochen. Ich denke mal, es ist der Knochen. Ich gehe mal davon aus. Nee, kein Knochen. Spielzeug. Budo. Schlüssel. Schlüssel für die Puppe? A small key. Ich glaube, das ist der Schlüssel für die Puppe. Weil hier haben wir ja den Schlüssel für the shed. Oh Gott, ey, mein Herz. Batterie? Wofür eine Batterie? Für die Puppe? Kann man da hoch? Nee, okay. Oh Gott, ey. Okay, wir müssen zurück zum Raum mit der Puppe. Das Problem ist, also es ist ein Kreisflur. Das heißt, er ist nicht schneller als wir. Jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen taktisch angehen. Oh my God!
Okay. Okay, okay, okay. Nein, falsche. Falsche Tür. Falsche Tür. Hier nicht. Hier. Hier muss die Puppe sein, ja. Krass. Der Knochen. Der Knochen. Okay. Wir haben den Knochen. Wofür ist die Batterie? Wofür ist die Batterie? Ich hab nicht verstanden. Nein! Nein! Das war schon richtig. Lass dran. Oder nicht? Aber wofür ist die Batterie? Hab ich irgendwas... Oh mein Gott. Ah, was? Können die irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Accept, Lord, the blood of this family and come to Earth to rule. Was? Das sind die Hallen des Dämons. Wir sind hier schon richtig. Das Herz des Dämons. Human Heart. Ach so, das Herz. The Human Heart. Was? Was? Einfach zurück. Wir haben jetzt Human Heart. Ich glaube, das muss auch in den Ritualraum, oder? Nee. Okay, das ist einfach nur... Das hier ist einfach... Okay, ich hab's verstanden. Das ist einfach nur ein Portalraum. Aber wo müssen wir hin? Wir haben jetzt das Human Heart. Wir haben eine Batterie. Was machen wir mit der Batterie? Irgendwie müssen wir das rausfinden. Kommt nicht runter. Okay, er kommt. Er kommt. Ich muss gucken, was ich mit dem Human Heart mache. Ich bin hier nicht richtig. Was zum Teufel mache ich mit... Wo muss ich hin mit dem Herz und der Batterie? Das ist einfach nur eine Batterie. Für was? Ich habe in den Räumen ja nichts mehr gefunden.
Unten im Keller hatte ich, glaube ich, noch was gefunden. Bin mir nicht ge... Ich glaube, wir müssen nochmal runter in den Keller, weil... Ich verstehe nicht ganz, was ich sonst machen muss mit der Batterie. Und dem Herz. Wo muss es hin? Ich glaube, das Herz muss ich zurückbringen. Kann das sein, dass ich das Herz zurückbringen muss? Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass ich das Herz vielleicht zurückbringen muss? I can't leave. I'm not done here yet. Ja, aber wo muss ich denn dann hin? Wo muss ich denn das Herz hinbringen? Warte mal, habe ich irgendeine Notiz? Heart, my terrible evil that lives in my daughter. We tried to perform a ritual exorcism. Ja, okay. Nee, vielleicht muss ich mir nochmal das Ding sagen. Ach, warte mal kurz. Geht's hinterm Haus weiter? Irgendwo? Vielleicht kellermäßig? Wo muss ich denn die Batterie und das Herz hinpacken? Nee, guck mal, hier geht's nicht weiter. Es muss im Haus sein. Es muss im Haus sein. Es muss irgendwas mit dem Viech zu tun haben. Das ist ja im Prinzip einfach nur ein Kreis und eine Tür, die da noch ist, die ich nicht öffnen kann. Die Tür kann ich noch nicht öffnen. Ich glaube, ich brauche noch irgendwie ein Stück oder so. Nee. Es muss irgendwas hier sein. Was ich nicht gesehen habe. Irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Wahrscheinlich oben. Ich denke, dass es hier oben ist. Guck mal, die Puppe ist weg. Die Puppe ist weg. Hier kann ich nichts mehr machen. Hier kann ich nichts mehr machen. VHS-Kassette brauche ich auch nicht. Ganz oben ist auch nichts. Ganz oben habe ich schon geguckt. Aber was sollen wir hier denn machen? Safe. Hier komme ich noch nicht rein. Moin Meister. Jo. Das Viech macht mir keine Angst mehr. Aber wir müssen ruhig gucken. Wir müssen ruhig gucken. Es muss ja irgendwas hier unten noch sein. Ich verstehe es nicht. Es muss ja irgendwas hier sein. Wenn er mir sagt, ich bin nicht fertig. Weil auch hier sagt er safe. Sieht das irgendwie anders aus? Warte mal kurz. Ach so, das war... Ah nee, hier war die Toilette, okay. Aber in der Toilette ist ja nichts. Doch, doch, ach so. Oh mein Gott, da hätte ich mal reingucken müssen. Ja gut, dann weiß ich, wo ich hin muss. Wir müssen zurück. Wir müssen in die Tür. Wie mit den Ketten. Rein. Okay, alles klar. Science Fiction! Okay, ich dachte, er kommt rein. Ich dachte, er kommt rein. Das okkulte Buch. Inspizieren. Special Edition. Ja. Alles klar, Special Edition. Was jetzt? Das Herz. Herz schlägt. Das Messer, der Dolch. Ich weiß wo. Okay. Und sonst nichts mehr, ne? Nur das Buch. Wir warten. Oh mein Gott!
Okay. Einmal rumlaufen. Kommt er? Ja, er kommt. Manchmal hört man ihn nicht. Okay, aber wir wissen jetzt, wo es lang geht. Und zwar müssen wir einfach nur den Gang folgen. Hier in die Tür und dann da in den Spiegel. Oh mein Gott. Schon wieder ein Rundgang. Wir sind gefangen. Es ist schon wieder ein Rundgang. Ist wieder ein Rundgang. Ah, hier. Ist doch was, oder nicht? Nee. Wird das immer mehr? Ja, es wird immer mehr. Okay, wir müssen also... Okay, wir müssen noch eine Runde laufen. Das ist cool gemacht. Ich mag sowas ja, wenn es ohne Ladezeiten einfach sich verändert, ne? Oh Gott. Oh Gott. Wir laufen einfach auf Nebel, auf nichts. Okay. Symbole. Symbole. Noch mehr Symbole. Ein Haufen Symbole. Wow, wow. Okay, Moment. Moment, also irgendwas mit den Kreisen, denke ich mal. Also es sind drei Kreise. Eins. Kann man das irgendwie steuern so? Ah, mit der Maus, genau. Also drei Kreise. Und drei Kreise. Ein kleiner, ein mittlerer, ein großer. Der kleine sagt... Das Symbol. Oh, Junge. Das hier Symbol. Ah, das Symbol. Okay, okay, das war das Symbol, genau. Also K... Von wo guckt man denn? Ist auf jeden Fall K. Hä? Es ist nur eins. Es ist nur das K. Also muss hier ein K hin. Okay, ja gut. K. Dann nehmen wir das als Auge und als Schlüssel. Komm, Auge und Schlüssel. Aber nicht der Schlüssel, oder? Nee, nicht der Schlüssel. Wo ist das Auge? Wo ist der Schlüssel? K. S mit Strich. Y. K, S mit Strich, Y. Also. K. Nee, das Kleine muss K sein. Hab ich verkackt, warte. K. S mit Strich. Ah, da unten, genau. Ach so, das muss rüber, das muss rüber. Oh Gott, ist verwirrt. Und Y. Nice. Okay. Dann haben wir ein kleines Dreieck. Und dieses kleine Dreieck, das kommt... Jetzt müssen wir nämlich ins andere Haus. Das ist diese Pyramide, die wir da... Pyramid, I saw a door in the basement of my parents' house with a picture of the same pyramid. Genau. Ganz genau, ja, im Keller. Im Keller im anderen Haus, da müssen wir hin. Aber wie kommen wir raus? Gibt's wieder eine Tür? Ah, es gibt den Spiegel wieder. Chillig. Ganz entspannt. Das mit der Collision ist einfach sehr gut, ne? Dass du einfach durch die Türen durchlaufen kannst. Okay. Wir sind gut dabei. Wir sind sehr gut dabei. Wir sind sehr, sehr gut dabei. Manchmal ein bisschen tricky. Da muss man erstmal so ein bisschen dahinter kommen, was man jetzt machen muss. Na gut, das eine Symbol, das eine Stückchen von der Tür, ne? Das habe ich jetzt halt nicht gesehen in der Badewanne.
Da hätte man vielleicht mal direkt, also ich denke mal, einige Leute finden es direkt und andere Leute denken da gar nicht dran reinzugucken. Vielleicht ja, I don't know. Hättet ihr reingeguckt? Direkt, sofort? Ich glaube, Eva hätte auch sofort rausgerannt, oder? Ich weiß nicht. So, jetzt müssen wir hier lang. Dann kriege ich bestimmt wieder einen Jumpscare. Safe, wieder einen Jumpscare. Nein. Warte, das Viech war doch da. Okay, Pyramide. Pyramide. Den Dolch haben wir auch. Sehr gut. Oha, oha. Oha. In den Nebel. Krass. Ich find's ja so mega krass, ne? Dass man, ich weiß nicht, ob man das Himmel nennt oder sogar die Hölle, weil, kennt ihr die Serie Lucifer? Da war nämlich die Hölle, die sah genauso aus. Die sah genauso aus. Also nicht so dieses typische mit Feuer, was man halt so kennt. Oder was einem erzählt wird, sondern eher so. Kalt und dunkel. Okay. Und jetzt bin ich fertig. Oder was? Einfach weg. Ich komme nicht mehr raus. Sechs Monate später. Es hat eine coole Geschichte. Ich muss sagen, dass das Game hat echt eine coole Geschichte dahinter. Das finde ich ganz nice. Also es ist auch sehr schön gemacht, mal was anderes. Auch wenn das dasselbe Haus ist von Ninechild Street. Und unwahrscheinlich von Ghost Watchers, aber... Wir drücken mal ein Auge zu. Wir drücken mal ein Auge zu. Ja. Alles cool. Lily, come down. Breakfast is ready. Das ist so eine Art Rückblende, was passiert wäre, wenn sie nicht verflucht wäre. Oder wird die Zeit sozusagen vielleicht zurückgespult? Okay, das war ein bisschen sus. Das war ein bisschen weird. Das war ein bisschen weird. Egal, komm, lass mir Geld. Passt schon. Passt schon. Ich fand das Game gut. Ich fand es dennoch gut. Manchmal ein bisschen merkwürdig, aber trotzdem irgendwie mega gut. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle für jeden, der bis hierher zugeschaut hat. Ich hoffe, ihr fandet das genauso gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet und was ihr euch vielleicht wünscht, nächstes Mal zu sehen oder in einem der nächsten Videos zu sehen. Und dann haut rein. Bis bald.